Hey, ja! Willkommen zurück zu Star Trek Voyager Elite Force zur nächsten Anhörung-Session. Ja, wir können direkt noch weitermachen mit dem nächsten Level. Und zwar der Mission eine taktische Entscheidung. Wo wir immer noch auf dem Borg-Kubus unterwegs sind. Missionsinfo aktualisiert. Retten ihre Teammitglieder, ist immer noch unsere Mission. Wir sind immer noch auf dem Borg-Kubus unterwegs und suchen unsere Teammitglieder, um die zu retten. Das ist ja unsere Mission hier. Und ja, ich würde sagen, machen wir auch, ne? Das ist ja schon. Hallo! Monroe, Gott sei Dank. Bringen Sie uns hier raus. Monroe an Voyager. Ich habe das HESA-Team lokalisiert. Sie sind hinter einer Art Kraftfeld gefangen. Verstanden, Fenrich. Sehen Sie, ob Sie die Kontrollkonsole für das Kraftfeld orten können. Das könnte das vielleicht sein? Aber kommen wir auch nicht durch. Na, da ist auch Beastman. Wo ist er nicht assimiliert? Ja, hast du ein Glück. Wahrscheinlich, ich sehe gerade hier, deswegen wurde er noch nicht assimiliert, weil hier noch einer. Die Borg haben wohl auch gerade was Besseres zu tun, als jemanden zu assimilieren. Die lassen er wohl verharren und dann irgendwann werden die geschnappt und dann werden die assimiliert. Okay. So. Veteranerknoten. So, ausgeschaltet. Ah. Hat man damit auch das Kraftfeld deaktiviert? Jo, tatsächlich. Sehr gut. Können wir gleich hier irgendwie hier rauskommen irgendwie. Kontrollkonsole, da. Hey, seien Sie vorsichtig. Okay. Funktioniert nicht. Wir haben keine Zeit für so etwas. Nein, warten Sie nicht. Das war schlecht. Ich habe es Ihnen gesagt. Aber was sollte ich denn machen? Mr. Monroe, Ihr taktischer Ansatz war, vielleicht kann man sagen, taktlos. Okay, HESA-Team, melden Sie sich zur Einsatzbesprechung. Prima gelaufen, Monroe. Sir, wenn ich. Wie hätte ich wissen können, dass die Schaltkonsole explodieren würde? Dieser Punkt ist nicht relevant, Mr. Monroe. Eine gegebene Situation ist nicht immer so vorhersehbar, wie Sie sich das wünschen. Ihre leichtsinnige Entscheidung hat Ihren Tod und den Ihrer Mannschaftskameraden verursacht. Sie haben versagt. Na super, na toll. Wenn Sie den Standardverfahren des HESA-Teams gefolgt wären, dann hätten Sie diese Simulation überlebt und Ihre Missionsziele erreichen können. Ja, Sir. Verfahren. Sprechen Sie, Fähnrich. Deck 4. Bei allem Respekt, Sir, ich denke nicht, dass das Verfahren etwas ausgemacht hätte. Es gab nicht die geringste Möglichkeit, Sie zu retten. Eines Tages, Mr. Monroe, werden Sie auf das Unmögliche stoßen. Betrachten Sie dies als Ihren persönlichen Kobayashi Maru. Alarmstufe Rot! Alle Mann auf Gefechtsstation! Computer? Leiten Sie den Turbolift zur Brücke um. Es geht direkt weiter mit der nächsten Mission, die Krise. Status. Captain, wir haben Berichte über sekundäre EPS-Leitungen auf den Decks 8 und 9, die auseinanderbrechen. Warp-Antrieb funktioniert nicht. Was ist passiert? Wir haben auf das Notsignal eines gestrandeten Schiffes reagiert und es hat das Feuer eröffnet. Tuvok, Sie antworten nicht auf Rufe. Zielen Sie auf Ihre Waffensysteme und machen Sie sie kampfunfähig. Phaser feuern. Direkter Treffer. Die Phaser hatten keinen erkennbaren Treffer. Die Schilde Achtern sind ausgefallen, Captain. Hilfsenergie wird zu den Schilden umgeleitet. Captain, ich erhalte Bericht über umfassende Schäden auf den Decks 9 und 10. Wir werden einen weiteren Treffer nicht überleben. Photonentorpedos, volle Streuung. Torpedos unterwegs.
Gerät gelandet. Ist jemand verletzt? Ich habe keine Schäden davongetragen. Was ist da passiert? Captain, wir scheinen irgendwie aus dem normalen Raum gerissen worden zu sein. Ich glaube, wir wurden durch eine Art isodimensionale Spalte gesogen. Wo sind wir? Anscheinend hier, Captain. Die Sensoren und die meisten primären Systeme der Voyager sind außer Betrieb. Bis die Reparaturen abgeschlossen wurden, wird es möglicherweise schwierig sein, festzustellen, wo hier ist. Ja. Jetzt gibt es quasi das Intro aus der Serie für das Spiel tatsächlich. Das ist auch cool. Gibt es also auch unvertont natürlich, aber ich fand das auch sehr cool damals, ja. Auf jeden Fall, jetzt sind wir irgendwo weggezogen worden in irgendeinen Ort und haben vorher festgestellt, dass wir eine Holodeck-Simulation durchgenommen haben. Finde ich interessant. Ja, ich frage mich bei sowas immer, wenn man das weiß, wenn man im Holodeck ist, reagiert man wirklich so, als wenn man in echter Gefahrsituation wäre? Weil ich meine, die haben sicher Sicherheitsprotokolle aktiv gehabt, irgendwelche, weil die können ja nicht riskieren, dass da Leute sterben oder assimiliert werden. Ja, hier war es ein Holodeck. Und ja, haben wir jetzt auch mal unsere gleich richtig ernsthafte Angelegenheit. Kaum war die Holodeck-Simulation vorbei, wurden wir voll angegriffen. Na super. Eigentlich ist es auch interessant, dass dieses Intro heutzutage als unserer Serie quasi 1:1 mit heutigen PCs darstellbar ist. Damals sah es halt so richtig cool aus. Heutzutage, ja, kann man das halt auf jedem PC machen und ja, hier eine runtergerechnete Version vom Intro, aber ganz nett fand ich das damals. Computerlogbuch der Voyager, Captain Janeway, Sternzeit 53854,7. Die Voyager wurde von einer unbekannten Streitmacht angegriffen und zu einer Art Raumschifffriedhof gebracht, dessen Lage uns unbekannt ist. Das Schiff ist schwer beschädigt. Kommunikation, Antrieb und weitere Systeme funktionieren nicht. Bis zum Abschluss der Reparaturen sind wir hilflos. Wir können nichts tun. Bringen wir dieses Schiff wieder in Schuss, Chakotay. Aktivieren Sie die Schadenskontrolle, Harry. Finden Sie so viel wie möglich über diese anderen Schiffe heraus und stellen Sie fest, wo genau wir eigentlich sind. Aye, Captain. Oh-oh. Captain, im Maschinenraum ist ein Eindämmungsleck aufgetreten. Wenn wir es nicht schnell genug versiegeln können, wird der Warpkern brechen. Fenrich Monroe, Sie tragen einen Schutzanzug. Gehen Sie runter in den Maschinenraum und helfen Sie Belana, das Leck zu schließen. Okay. Nehmen Sie den Tooliff zum Maschinenraum auf Deck 11. Unsere Mission? Captain, wir treiben. Ich versuche, mit den Manövriertriebwerken auszugleichen. Ich bekomme von den Sensoren kaum Informationen über diese herrenlosen Schiffe, Captain. Versuchen Sie es weiter, Fenrich, und sehen Sie nach, ob die Kommunikation wiederhergestellt ist. Ein Turbolift ist ein Hochgeschwindigkeitsaufzugsystem, das eine schnelle, vertikale und horizontale Beförderung im Raumschiff ermöglicht. Ich meine, Monroe. Ich denke, der Captain hat Ihnen befohlen, in den Maschinenraum zu gehen. Ja, mal gucken wir uns die Brücke an. Das war damals auch so richtig cool. Erstmals riesige Brücke der Voyager herumlaufen. Sind wir selbst dabei. Captain, ich habe einige Daten über eines der näher gelegenen Schiffe erhalten. Ich registriere keine Lebenszeichen. Scannen Sie nach Energiequellen. Vielleicht können Sie zwischen den Trümmern ein Kontrollschiff orten. Janeway's Einsatzraum. Nett. Fenrich, Captain Janeway hat Ihnen einen direkten Befehl erteilt. Ich gehe ja gleich schon, Commander. Ich gehe gleich schon. Ich war noch nicht auf der Brücke der Voyager in den ganzen Jahren. Ja, weil Jahren. Captain, eines dieser Schiffe scheint der Überrest eines Schiffes der Constitution-Klasse zu sein. Können Sie es identifizieren, Fenrich? Nicht bei dieser Entfernung, Captain. Constitution-Klasse war übrigens der Schiffsklasse von Enterprise von Kirk, ja. Ja, wegen Jahren, weil die ganze Spiel hier findet, falls ihr Logbucheintrag erfolgt habt, eben die Sternzeit
Kurz vor dem Serienfinale der sechsten Staffel statt. Also wirklich kurz vor der siebten, kurz vor Unimatrix Zero tatsächlich. System Operations, das ist der Konferenzraum hier. Ganz, ich dachte, das ist alles genial, ey. Wenn man das hier rumlaufen konnte. Aber ich glaube, das war's auch mit den ganzen Dialogen. Jetzt müssen wir uns verziehen, bevor wir gleich wegen Befestigung in der Restzelle gesteckt werden. Die Steuerung des Turbolifts funktioniert nicht. Initiiere mündliche Steuerung mit dem manuellen Interface. Okay. Deck 11, Maschinenraum. Okay, dann gehen wir mal zum Maschinenraum. Unvermeidbare Verzögerungen? Ja, die... Alle Turbolifts sind außer Betrieb, ich verstehe. Nehmen Sie den Turbolift zum Maschinenraum auf Deck 11. Ja, unvermeidbare Verzögerungen. Wie gesagt, die sind sehr, sehr kurz, diese Level hier. Deswegen nehme ich die in einem Rutsch mit. Aber wie gesagt, auf Voyager rumlaufen, das war damals revolutionär. Es gab ja später per Expansion Pack auch die Voyager Tour, wo man auf dem Schiff rumlaufen konnte. Das wird wir auch machen, irgendwann mal auch machen als extra Let's Play, weil das ganze Expansion Pack sich eigentlich darum dreht. Kontrollbericht über Fortschritte an der Achterseite des Decks. Gut, wer kümmert sich da unten um die Datenübertragung? Showers und Chen, Sir. Gut, und Renner kümmert sich um die Jeffreys-Röhren. Besatzungsmitglied, kann ich Ihnen helfen? Nee, weil es gibt ja diesen Voyager-Turmus, der ist ja quasi der Hauptmodus des Erweiterungspakets. Werde ich auch ein eigenes Let's Play machen und dann entsprechend darauf eingehen. Eigentlich war ursprünglich geplant, dieser Turmus als Bestandteil des Hauptspiels zu machen, tatsächlich. Wo man eigentlich dann so ein bisschen, man kann fast sagen, ein bisschen Open World rumlaufen konnte. Jetzt so von wegen und mal so diverse Nebenziele hatte, wo man machen konnte. Zwischen den Missionen war es eigentlich eingebettet so richtig, da man halt komplett die Voyager rumlaufen konnte. Aber hat man entsprechend nicht mehr umgesetzt. Wir sind jetzt da und wollen dorthin hin. Ich sehe es schon. Kurz mal rumgucken hier, aber ich glaube, hier ist nichts weiter. Ne? Ja, das Expansion Pack mache ich als eigenes Let's Play, weil das, wie gesagt, dann ja halt das komplette Erweiterungspaket ist, weil es eigener Modus ist. Hey! Kann ich Ihnen helfen? Ja, wo geht's denn hin? Das war cool, aber wollte ich da rumlaufen, ey. Garon, könnten Sie mir bei diesem Plasma-Relais zur Hand gehen? Hey! Ja? Ja, da kann ich mit Ihnen reden. Entschuldigen Sie. Ja? Leider kann man mit dir nicht reden. Leider. Die GPS-Leitung geht gleich in die Luft. Erzeugen Sie schnell ein Eindämmungsfeld mit der Kontrollkonsole. Okay. Danke, das war knapp. Wo wollten Sie hin? Ich muss mit dem Turbolift in den Maschinenraum fahren. Also, die Turbolifte Achtern sind die einzigen auf diesem Deck, die noch in Betrieb sind. Aber sie liegen hinter dem Eindämmungsfeld. Okay. Die Explosion muss diese Konsole kurz geschlossen haben. Ich glaube, es muss auf diesem Deck irgendwo eine manuelle Abschaltung geben. Ich weiß aber nicht genau wo. Wie, du weißt nicht genau wo? Hallo, du bist doch hier seit 6 Jahren auf der Voyager. Können wir uns woanders hin? Nehmen Sie den Turbolift zur Maschine auf Deck 11, ist gescheitert. Deaktivieren Sie die Eindämmungsfelder, um einen Zugang zu den Turbolifts 8 zu ermöglichen. Ja, was ich auch damals cool fand, ist, man kann hier ein bisschen entscheiden über Leben und Tod. Ja, man hätte den auch nämlich hier sterben lassen können, indem man einfach vorzeitig das Kraftfeld halt aktiviert, halt eingeschlossen wird und dann, ja, gegrillt wird von der Explosion. Könnte man auch machen, man hat ein bisschen die Wahl zwischen Leben und Tod. Hat leider keinen großen Einfluss tatsächlich, aber ging auch schon auf der Holodeck-Simulation tatsächlich auch schon. Kann man ja, die haben ja da, war in der zweiten Folge, also der erste Mission, erste Folge von der Story, haben wir ja, nachdem wir Beastman gerettet haben, befreit haben, diese Beine ja getroffen, der wohl einer ja K.O. geschlagen wurde. Da hätten wir nichts machen können und zusehen können, wie sie assimiliert werden zum Beispiel, oder halt entführt werden. Müssen wir sterben, logischerweise. Hätten wir auch machen können. Aber wenn es ein Holodeck ist, ja, ich glaube, deswegen Sicherheitsprotokoll, deswegen weiß ich, ob man wirklich das ernsthaft so reagieren würde, als wenn es eine echte Gefahrensituation wäre.
glaube ich. Will man hier gar nicht gehen. So, gehen wir hier lang. Tut mir leid, Manro. Die Datenübertragung ist getrennt worden. In diesem Bereich ist alles zu. Hey, wir haben hier einen riesigen Energiestoß. Manro, schnell! Benutzen Sie die Konsole und schalten Sie dieses Relais ab. Okay. Das war knapp. Charlie, ich muss das Eindämmungsfeld abschalten. Es gibt in der Jeffreys-Röhre da hinten im Korridor eine manuelle Abschaltung. Ja, hier genau dasselbe. Man hätte auch wieder nichts tun können. Und dann wäre das stark verletzt worden. Müsste zur Krankenstation gebeamt werden und so weiter. Und ja, und wenn wir dahin nichts gemacht hätten, wären wir auch getötet worden durch Explosionen übrigens. Aber haben wir ja verhindert. Aber wir versuchen hier jeden zu retten, weil jeder wichtig ist auf der Suche nach der Erde, beziehungsweise auf der Heimreise. Weil jeder Verlust tut richtig weh, wenn man keine Verstärkung erhält. So, für Jeffreys Röhre. Ja, dann müssen wir da jetzt bringen rein. So, machen wir das mal. So, hier geht's rein, okay. Ja, super. Oh, hier ist gerade eine Tür aufgeflogen. Na, ja, hier geht's dann hier hoch zu Deck 8. Ja. Da oben ist Deck 8 irgendwo. Da irgendwo da auch. Da hinten irgendwo. Aber geht's zur Zeppelinsröhre. So. Gehen wir hier rein. So. Okay. Command Override Protocols. Ja. Yep. Ah. Alle Kraftfelder wurden deaktiviert. Gut. Deaktivieren Sie Kraftfelder, haben wir gemacht. Finden Sie einen Verbindungsraum zu der Jeffreys-Röhre und gehen Sie weiter zur Maschine auf Deck 11. Jeffreys-Röhre sind enge Wege, die durch Raumschiffe der Föderation verlaufen. Durch sie erlangt man Zutritt zu den inneren Schiffssystemen. Ja, jetzt gehen wir mal zu den Turboliften. Irgendwo wird man doch zum Turbolift. Kommen wir jetzt wieder hoch. Ach so. Hier geht's hoch. Ja. So. Ha. So, gehen wir mal dahin hin. Jetzt ist er wieder weg hier. Das heißt, er ist wieder hingelaufen. Die ist kaputt. Hat aber noch gereicht, um entsprechend ja, das Kraftfeld zu aktivieren. Ja. Hey Manro, sieht aus, als hätte die Explosion diese zwei Turbolifte 8 dann ausgeschaltet. Man kommt jetzt nur noch durch die Jeffreys-Röhren nach unten. Ich war gerade dabei zu versuchen, die Trümmer von dieser hier zu räumen, als die EPS-Leitungen sich überluden. Großartig. Die Steuerbordseite sollte in Ordnung sein, aber ich werde jetzt den ganzen Tag brauchen, um diese hier zu reparieren. Und ich war schon fast fertig. Naja. Gut, also das heißt, wir können nur mit Jeffreys nach unten, aber durch diese nicht. Da sollte man mal was deaktivieren. Wäre vielleicht eine Idee, hä? Tut sich ja nicht irgendwann bei, bohrt sich da durch der Strahl oder so. Oh, okay, wo müssen wir jetzt lang? Müssen wir mal die Umgebungsplan mal angucken. Also, okay, gehen wir mal hier hin. Vertikale Jeffreys-Röhre, na, rechts einfach. Hier ist das Kraftfeld auch deaktiviert worden. Entschuldigen Sie, ich bin bald fertig, Sir. Ja, Chelp kam übrigens einer wenigen Charaktere vom Hazard-Team, auch in der Serie vor tatsächlich. Zweimal. Einmal in der ersten Staffel, einmal in der letzten. Und zwar in der letzten Folge sogar. Der kam nämlich im Serienfinale nochmal vor, in einer Szene, oder wurde zumindest erwähnt, bin mir nicht mehr sicher. Auf jeden Fall, richtig gesehen hat man ihn auf jeden Fall in der ersten Staffel. In einer der letzten Folgen der ersten Staffel, da war, gab's einen Chell, das ist tatsächlich dieser Chell hier. Von den Maquis. Das ist eine ganz, ganz alten Voyager-Folge, aber kam halt hier in dem Spiel auch vor. Da sind insgesamt von den Charakteren aus dem Spiel hier zwei, die in der Serie vorkamen, die anderen nicht. Die anderen sind ausgedacht worden für dieses Spiel. Unter anderem auch Manro. Weil hier gibt es dann zwei Formen, einmal weiblich und männlich. Aber macht ja keinen Unterschied, weil die ganze Crew der Voyager war ja nie namentlich bekannt. Ja, nur einzelne Leute. Ja, würde ich mal sagen, es geht runter. Deck 10.
Wollen wir nicht eigentlich zu Deck 11? Na gut. So, ich denke, an dieser Stelle werde ich aufhören. Ja, wir haben ein bisschen was geschaffen und ein Intro jetzt mitgekriegt. Wir sind in der Voyager gefangen irgendwo. Und ja, da geht es beim nächsten Mal weiter. Ich hoffe, ihr hattet Spaß bis hierhin. Deswegen denkt an das Feedback, an die Bewertungen. Und damit danke fürs Zusehen. Und bis zum nächsten Mal.